Sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fortsetzung von Enigmatis 2, der Nebel von Ravenwood, Collectors Edition. Das Hauptspiel haben wir beim letzten Mal abgeschlossen, inklusive Cliffhanger und Schlusswort und unseren Auszeichnungen, die wir uns angeschaut haben. Und jetzt werden wir uns, wie angekündigt, dem Bonuskapitel widmen. Und dann zum Abschluss werden wir uns nochmal hier rundherum die Extras anschauen. Und dann ist das Spiel endgültig beendet. Aber vorher müssen wir uns eben noch dem Bonuskapitel widmen. Die geretteten Erinnerungen heißt es. Und ich würde sagen, es geht los. Natürlich immer noch auf schwierig. Und ab die Fahrt. I was afraid that all my memories were lost in time. But now I remember. And I can tell you how it all began. It was a beautiful summer, and the year was 1978. We were headed to the coast to enjoy the great outdoors. My boyfriend Mark, my best friend Connie, and me. There was a moment when I thought the world was perfect, and nothing could make me happier. Mark had proposed to me beneath the redwoods. My joy was suddenly shattered by Connie's scream. Mark and I raced back to camp. When I saw him, the only thing I wanted to know was... What happened here? Neue Aufgabe, das Camp. Das ist jetzt völlig anders, als ich gedacht hätte. Muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie aus dem Park zurück. Aber wir erleben jetzt... quasi einen Flashback-Moment. Nett, wie Harry Potter auf Zeitreise. Beängstigender Ausblick. Wir haben unser Camp erreicht. Hier herrscht völliges Chaos. Das Zelt ist zerstört und meine Freundin Conny ist unter einem Haufen von Dingen begraben. Ich muss sie befreien und nachsehen, ob sie in Ordnung ist. Vielleicht verrät sie mir später, was geschehen ist. Ach, war das nicht romantisch damals, 1978. Ja, das war noch ein schöner Sommer. Da blühten die Farben doch förmlich auf und nicht nur hier, sondern offensichtlich auch dort. Und das ist irgendwie ein Schema, was ich bis heute nicht verstehe. Und man muss schon wirklich eine sehr beste Freundin sein, wenn man mit einem Pärchen als drittes Rad mitfährt. Naja, gut. Wenigstens hat der Bus noch ganze 5 Räder. Der weiß, wovon er spricht. I'll hold this while you make sure that Connie's okay. Diese Stimme klingt verdammt nach der von Hamilton. Möchte ich nur mal so anmerken. Oh! Bisschen neues Inventar. Ne? What happened to her? I don't know. Lucky for us, I think she's only knocked out. She's hurt. I need a bandage and some water. Check the bus. Here, take the keys. Danke sehr. Und da vertraut er mir die Schlüssel an. Nee, ein T1 ist das definitiv nicht mehr. So, dann führen wir mal den Schlüssel in das Schlüsselloch. Oh man, the door's jammed again. Ja, aber als richtiger Hippie weiß man sich doch zu helfen. So, das gehört mir... Jawohl. So, natürlich weiß auch hier der Hippie sich zu helfen. Und was haben wir hier? Ach, hier klappt aber auch gar nichts. Immer alles do it yourself, ne? So. Ach ja, stimmt. Klar. Meine Güte, was hat die denn für Augen? After Connie got injured, we decided to take her to Eureka when that monstrous raven attacked us. Surely I would have been caught. But then, all of a sudden, I lost ground and started falling down. I thought it was over. But it wasn't. When I woke up,
It was almost pitch black. I didn't know where I was, and what troubled me more was that I didn't know what had happened to Mark and Connie. Aufgabe erledigt, das Camp. Neue Aufgabe, träume ich? Na, das frage ich mich bei den Hippies auch manchmal. Was ist gerade geschehen? Ich kann nicht ganz glauben, was ich gerade gesehen habe. Ein echtes Monster? Eine Halluzination oder vielleicht ein schrecklicher Albtraum, aus dem ich bei der Wache, oder die Drogen, die ich gerade genommen habe? Aber es schien alles so echt. Ich muss herausfinden, was wirklich geschah. Jawohl. Und da. Und da. Was zum... Was soll denn das werden? Was? Dafür muss ich erstmal irgendwo interagieren können, liebe Leute. Sonst wird das hier nix. So, und was jetzt? Ah. Sieht komplex aus. Neue Aufgabe, Grube. Blöd, dass meine Nase gerade ein bisschen schnupft. Auf und davon. Meine Freunde wurden entführt und ich bin unter der Erdoberfläche gefangen. Ich bin um sie besorgt, aber zuerst muss ich selber einen Ausweg aus dem Tunnel finden. Tja, dann legen wir mal los, ne? Oh. Ah, okay. Alles klar. Aha. Muss das so sein? Nee, das ist falsch rum, oder? Das ist falsch rum. Ach so! Ja, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das Problem verstanden, ja. Alles klar. Na, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Alles klar, okay. Bis ich das mal wieder verstanden habe. Ach ja. Alles klar. Das ist das Einzige, was im Moment richtig rum ist. Aber wenn das abgeliefert wird, ist es auch falsch. Ich brauche mal freie Rotationsfläche, bitte. So, das ist jetzt richtig rum. Ja, ich weiß. Ich habe es nicht in der Zeit geschafft. Wirklich jetzt. You don't say. So, das ist komplett richtig. Das auch. Ja, dann müssen wir es anders machen. So, verladen wir erstmal das hier. So, jetzt nehmen wir uns das hier. Tja... Offenbar habe ich es immer noch nicht kapiert. Herzlichen Glückwunsch.
dazu. Ich gebe mir noch ein bisschen und ansonsten mache ich das selbst. So, das ist jetzt nämlich richtig rum. Jawohl, das ist richtig rum. Aber leider sind die beiden jetzt in der falschen Reihenfolge. So. So, leider müssen wir das Spielchen jetzt nochmal machen. Aber es nähert sich einem Ende. Also zuerst muss nämlich das hier rein. Leider habe ich mich jetzt vertan. Und bin eine Drehung zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Müssen wir es halt anders machen. Und zwar genau so. Puh, geballte Hippie-Frauen-Power braucht wohl noch ein bisschen Anlauf, aber naja, wird schon. Mein Gott. Poor man. But wait, what's there in his hand? Genau, arme Leiche, aber was hat er denn da Schönes? Oh, geheime Tagebücher. Ach so, ja. Das kennen wir ja. Jetzt. Ja, toll, du hast ein... Okay, wenn das alles war... Was, bin ich jetzt wieder am Anfang? Natürlich bin ich wieder am Anfang, aber ich habe doch das gemacht. Rechts, links und rechts und halb links. Ach nee, halb rechts. Oh! What is this place? A flooded burial chamber in the middle of a redwood forest? Ja, ja, Redwood Forest. Und nicht der Sherwood Forest, aber der Redwood Forest. So, und da haben wir noch ein Boot. Och nö, nicht schon wieder ein Boot. Bitte nicht. Ja, instinktiv wusste man einfach, was man tun muss. Ja, das... Das ist das altbekannte Lied. Und als echter Hippie schöpft man sogar mit einer Dose. Und selbst das schafft man. Having no other option, I continued forward through the dungeons. Finally, I managed to reach some larger chamber with visible daylight. Ja, ich bin echt gespannt. Muss ich sagen, oh nein! Wie nachher Whitmarsh aussieht. So 30 Jahre vor der Zeit. Ob er da auch noch schöne dunkle Haare hatte? Wer weiß. So, erstmal muss man sich jetzt hier wieder schön orientieren. Der Pfannenwender, der Goldene. Er wird noch gesucht. Komischer Pfannenwender war das.
wenn ich das mal so anmerken darf. Oh ja, wieder Handbohrer. Ach, ich muss das bestimmt zusammenklauben. Großartig. Ich erkenne hier ehrlich gesagt nicht mehr viel. Wo soll denn hier noch ein Bohrer sein? Hier ist irgendwie nichts mehr. Nee. Ich meine, hier liegt nicht viel rum, aber... Okay. Da hätte ich noch sehr lange suchen können. Na gut, dann warten wir einfach noch auf den Tipp und machen danach ein kleines Päuschen und machen dann beim nächsten Mal weiter. Denn das hier ist auf jeden Fall das Ende der Folge. So. Und da haben wir einen Hammer. Hätten wir doch nur einen Hammer. Und da haben wir eine von drei Metallstangen. Und wenn wir alle drei haben, dann können wir schön Mikado spielen. Machen wir aber es beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann im Bonuskapitel wieder. Und bis dahin heißt es wie immer, dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal.